Es ist so warm. Und damit herzlich willkommen zurück zu, ja, Doom, Call of Doom. Genau, Call of Doom, Episode 1, Map 2. Der ersten richtigen Map, sag ich jetzt mal. Naja. Zumindest eine Map, die man nicht normalerweise in 10 Sekunden durchspielen kann. Wobei der Rekord ja bei 8 Sekunden liegt, aber das ist eine andere Sache. Genau. So, direkt mal hier aufräumen. Uah. Immer diese Leute, die überleben müssen hier. Geht doch. Aua! Ah, da sehen wir schon die zweite gute Waffe. Sehr schön. Oha. Entschuldigung. Komm mal. Oh mein Gott, ich sehe nicht. Müsste nicht einer sein? Godzilla. Was war das denn? Nehmen wir uns doch mal die Waffe gleich und droppen die hier. Droppen die hier. Weil das ist nämlich eine Hubsala, falls das Slot. Die droppen wir. Tada! Das ist nämlich eine geile Waffe. Erstens hat die ein relativ großes Magazin und zweitens hat die auch ein geiles, ja, wie sagt man, Schussgefühl. Irgendwie so. So, feste Button. Und dann haben wir schon die zweite gute Waffe, ja, leck mich am Arsch. Cool, das heißt, auf Slot 4 haben wir schon mal unsere Zielwaffen. Einmal eine, die ordentlich Wumpf macht und eine, die, ne, man sieht schon vorne, so ein bisschen Schalldämpfer drauf hat. Die uns in einigen Situationen gut behilfen wird. Da oben ist nur noch auf. Ihr könnt doch mal speichern. Okay. So, rot haben wir noch nicht. Wir müssen erstmal. Ach, jetzt fangen wir auf die andere Pistole. Die haben wir, ne? Ja, genau. Aua, 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 aua. Ja, wie man sieht, wir sagten, wir haben mehrere Treffer abbekommen und leben trotzdem noch. Bei Brutal Doom wären wir jetzt schon längst tot gewesen. Unsere erste Slot 6 Waffe. Oh, und die erste gute und Slot 2 Waffe. Sehr schön. Langsam füllt sich unser Waffenarsenal. Wir haben nur noch 18 Leben. Achso, siehst du, was dazu noch zu sagen ist. Es gibt hier diese blauen Potion, die man aufsammeln kann. Ja. Aber es gibt keine Medikits. Sondern stattdessen sammelt man die Medikits auf. Sieht man unten links, diese 5. Das heißt, man muss die manuell benutzen. Hat halt den Vorteil, dass man sie sich ja, quasi dann nehmen kann, wenn es am günstigsten ist, von der Taktik her. Aber man muss halt auch dran denken. So, dann nehmen wir gleich mal hier. Na komm, eine nehmen wir noch. Wir können eh nur 5 mit uns rumtransportieren. Normalerweise 10, aber wie gesagt, ne, dank diesem Survival Patch nur 5. So, gut, dann räumen wir mal noch da oben auf. Ich jetzt mal nachladen hier. Wow.
alle weg. Jutschen, damit haben wir auch den roten Schlüssel. Sehr gut. Die Munition, die ich gerade aufgesammelt habe, ist übrigens für die Slot 6 Waffen. Die ordentlich Wumms haben. So. Ja, das war schon dumm. Wie hat gerade echt noch einer überlebt? Wo kommt der jetzt her? Was tust du? Upsala. Ja. Nee. Gut. Gut. Wir bleiben bei dir. Hier sind die Arter. Aha. What the fuck? Eigentlich kann die Waffe auch wieder raus, oder? Ich hoffe, wir kommen möglichst schnell an eine taktische Schrotflinte. Jetzt habe ich wieder aufgesammelt. Ach komm. Bis wir taktische Schrotflinte haben, können wir die hier mitnehmen. So, bei Schrotmunition können wir eh nur 48 Patronen mit uns mitführen. So. Speichern noch mal. Nicht, dass wir die wieder direkt auf die Fresse bekommen. Das, ja. Die leben immer noch. Warum tun die diese? Ansonsten gibt es sehr viele Special Keys, also ne, für sehr viele Sachen, die man halt machen kann, gibt es halt hier Keys und ja, sowas werde ich aber nicht erklären, weil man kann sich das Ganze ja sowieso manuell konfigurieren. Gerade hier Sachen mit dieser Knife zum Beispiel, da habe ich, aua, halt zum Beispiel die V-Taste, aber wie gesagt, das kommt alles, sag mal, ich sterbe. Wo kommen die denn alle? So, aber erstmal hier, ne? Oh. Ich höre hier Gestöhne. Ich kann es nicht orten. Wo seid ihr denn? Newton! Munition. Okay, okay.
Na komm, komm. Ah, Revolver. Gut, wenn wir leider nicht benutzen. Außerdem ist unser erster Platz sowieso schon voll. Und ganz ehrlich, der Revolver, der hat noch halt nur 6 Schuss. Und ja. Was nicht sein muss, muss nicht sein. Na gut. Dann war das gerade das Darüberlaufen auch relativ sinnvoll, aber egal. Muss ja keiner wissen. Kann es sein, dass. Ah! Ich glaube, das ist sogar die Waffe. Meine. Was tue ich hier gerade? Nee, klatsch, Quatsch, ist ja Slot 4. Mist. Es gibt nämlich für den Slot 2 eine Waffe, die sieht so ähnlich aus oder so ähnlich. Die nutzt tatsächlich Revolver-Munition. Quatsch, keine Revolver-Munition, sondern hier. Pistol-Munition. Also, das ist das schon 45er Kaliber. Was den Vorteil hat, die Pistole nutzt man eher selten. Das heißt, da hat man meistens Munition Überschuss. Und dann hat man quasi für Slot 2 nicht beide Waffen die gleiche Munition, sondern zwei verschiedene Munitionsarten, weswegen man quasi ja halt mehr mit sich führen kann. Ja. Die Vorteile daraus sollten sich jedem selbst klar werden. Einfach mal dabei. So, Backpack. Sehr schön. Gut, haben wir noch was vergessen, ne? Okay, okay. Nach Hause. Beziehungsweise. Weiter in die Richtung. Ah, wir haben mehr als 100% Leben. Wie mache ich das nur? So, beziehungsweise nein, die gehen wir von der Seite. Macht es dann doch einfacher. Muss ich noch auf den Sack gehen. Ja, nachher nicht vergessen. So. Hütchen. Oh, okay. Ja, das war das Geld, was ich machen konnte. So. Sieht auch soweit gar nicht mal so schlecht aus. Ein Ziel und dann war es das mit der Folge auch schon. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.